Ohne zu diesem Video auf meinem Kanal. Ja, ich wollte einfach heute einfach mal ein bisschen drüber quatschen, was sich so verändert hat, seitdem wir jetzt bei den 1000 Abonnenten angekommen sind. Ne? Aber zuvor, auch eine lustige Aktion, habt ihr ja auch schon einen Community-Beitrag gemacht, auch einige Dinge, die wir jetzt machen können oder die ich jetzt machen kann, seitdem wir die 1000 Abonnenten erreicht haben. Geht mal auf diesen Sportschau-Beitrag. weil ein paar Ehre meiner von euch haben mich da tatsächlich auch schon vorgeschlagen. Es geht um dieses YouTuber-Kommentieren-Pokalspiel oder halt kommentieren generell einfach das Spiel auf YouTube live. Halt dann zum VfB gegen Gladbach am 3. Februar, ist es glaube ich, unser Pokalspiel. Die Wahrscheinlichkeit ist recht gering, gehe ich mir selber mal drauf. Aber ich bin tatsächlich schon einige Male vorgeschlagen worden. Wenn man jetzt hier guckt, über Top-Kommentare sucht, bin ich tatsächlich sogar gerade, also Stand 16.30 am Montag, weiß nicht, wann die da reingucken, wann die auflösen, wie auch immer, bin ich tatsächlich im Top-Kommentar drin, also wenn ich über meinen Account drin bin. Ich weiß nicht, ob das bei jedem das, der, der gleiche Algorithmus da reinkickt rein oder nur bei mir, aber wenn ich hier über Top-Kommentare suche, bin ich beim ersten Kommentar drin, beim VfB, AFM oder die Jungs vom Podcast STR mit 27 Likes. Ähm, ich habe ein paar Screenshots für euch, äh, die Likes sind wahrscheinlich bei den meisten noch ein bisschen gestiegen, ne. Uh, haben hier noch einen Kommentar mit neun Likes, uh, wo ich drin bin. Wir haben noch einen mit 8, einen mit 6, dann einen mit 17, wo auch die Antwort darauf 6 Likes hat. Nochmal einer mit 3. Also ein paar sind ja schon dabei. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie lange die hier noch auflösen. Die Wahrscheinlichkeit ist weiterhin sehr, sehr gering, aber sowieso geil genug, wie unsere Community da richtig reinrasiert. Also gerne macht er weiter. Kommentiert meinen Namen oder halt wahrscheinlich noch, noch klüger, uh, liked einfach die. Posts, wo mein Name schon drin steht, wenn ihr da Bock drauf hättet. Ähm, wie gesagt, Wahrscheinlichkeit recht gering, aber wenn man mal guckt, was da so vorgeschlagen wird, hier unsympathisch TV, viel FIFA, wir haben die TC schubech jungs und so weiter. Wer weiß, ob die da Zeit und Lust zu haben? ne? Es ist ja immer beidseitig jetzt, wenn die Sportschau zu sehen kommt und sagt, jo, Mittwoch, äh, 3. Februar, wollt ihr da kommentieren, ist das ja nicht irgendwie festgelegt, dass sie direkt sagen, jo, natürlich bin ich sofort dabei oder so, oder ja, da haben wir Zeit oder so oder nee, da äh, nö, kein Problem und so, wir streamen da nicht, nicht auch schon selber und sowas, ne. Einfach mal versuchen, einfach so eine kleine Community-Aktion, finde ich absolut geil, da hauen wir gerne weiterhin rein. Dann gehen wir jetzt zu dem Punkt, was ich euch eigentlich ansprechen wollte, nämlich wir haben die Tausend Momenten geschafft. Dafür nochmal vielen, vielen Dank, es war ja ein Tag vor Weihnachten quasi, als die YouTube-Streams wieder gingen oder als ich das, als ich diese Urheberrechtsgeschichte aufgeklärt hatte, wo ich ja im Recht war, ähm wir sehen hier 1092 mm gerade, also gerne auch die 1100 voll machen. Und wir gehen einmal weiter. Weil was ich jetzt machen kann natürlich, ist monetarisieren. Da möchte ich natürlich auch so ein bisschen äh, ja, offen, transparent, wie auch immer mit euch sein. Ähm, natürlich sind jetzt Videos, die meisten Videos von mir äh, auf monetarisiert gestellt. Heißt, was ihr seht, ähm, ist Werbung. Ne? Ist Werbung. Ihr seht es hier, es gibt Display-Anzeigen, Overlay-Anzeigen, infokarten überspringbare Videoanzeigen, nicht überspringbare. Uh, Video anzeigen. Ich glaube, ab 8 Minuten ist es mittlerweile. Früher waren es, glaube ich, ab 10. Uh, Gibt es auch diese Mid-Rolls, also dass halt, dass man halt noch mehr Werbung schalten kann, doof gesagt, und nochmal eine Werbung mehr kommt. Um, aktuell habe ich noch bei den meisten Videos gesponserte Infokarten raus, weil keine Ahnung. Und auch die nicht überspringbaren Videoanzeigen, weil die gehen mir selber auf und Sack. mal gucken, ob ich das noch irgendwann ändere. Aber aktuell habe ich die beiden Sachen rausgelassen. Um, genau. Kann mal reingucken in die Kanalanalyse. Ne? Wir haben hier irgendwas mit über 300% oder sowas. Da habe ich auch noch ein Bild, was ich jetzt hier aber, glaube ich, reinbringe. Ähm, von vor ein paar Tagen, wo wir über, über 430% oder sowas waren zu dem äh, rund um ähm, Bielefeld. Da waren äh, diese Aufrufzahlen und die Steigungen und so weiter noch noch höher als diese 300%, die wir gerade haben, aber auch schon krass genug, was hier gerade abgeht. Ähm, ihr seht es hier jetzt schon geschätzte Umsatz und so weiter. Kann ich nämlich da mal kurz ein bisschen drauf eingehen. Ähm, Wiedergabe CPM, man kennt es ja, Cost per Mill, also quasi die Kosten oder das Geld, was man bekommt pro 1000 Aufrufe. Das ist ja, man kennt es ja mittlerweile, dieses, dieses typische von so 2 Euro oder so normalerweise, zwischen 2 und 4 Euro. Aber davon kommt natürlich auch nicht alles bei mir an. Beziehungsweise ganz am Ende sage ich noch, dass bei mir gerade noch gar nichts ankommt, aber sollte irgendwas ankommen, wisst ihr ja auch, gehen selbst auch bei YouTube die Steuern weg. Ne? Also von einem Videoaufruf zahlen, von einem Videoumsatz quasi. Ähm, bleiben mir, glaube ich, 55 YouTube selber zieht sich da 45 von raus. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, wie ist meine höchsten Einnahmen, das ist der Stream gegen Bielefeld oder auch die Stream-Highlights haben mir gut was eingenommen, ne. Also, was heißt gut das eingenommen, das ist ja auch nicht die Welt oder so, aber schon mal cool genug, dass ich hier überhaupt wieder irgendwie mit Geld einnehme. Kanalmonetarisierung äh, heißt einfach, was kann ich also monetarisieren, ne. Video-Werbung habe ich gerade eben schon angesprochen und gezeigt. Und natürlich Kanalmitgliedschaft, wo wir gleich drauf eingehen. Und Supers, also heißt irgendwelche Sticker, irgendwelche Superchats, heißt halt irgendwelche Spenden aus dem, ähm, in Streams im Chat. Dann Kanalmitgliedschaft, wo ich auch schon sechs Leute habe, die auch nicht gedacht, sehr, sehr coole Nummer. Ähm, haben wir vier Leute, die den AFM Ultra Stehplatz haben. Einer der Sitzplatz und einer tatsächlich mit Business, mit der teuersten Variante aktuell. Kann ich auch mal reingehen, was wir da so für Möglichkeiten haben. Also natürlich, man kann auf noch höher gehen. Es gibt auch. 9,99 Euro, es gibt irgendwie auch 24,99 Euro, es gibt ganz, ganz hohe Beträge, aber die drei habe ich gerade drin. fand es auch ganz nett gemacht, ne? So mit äh, Sitzplatz, Stehplatz und so weiter und so fort. Äh, mit so ein bisschen auf Stadion und Fußballanlehnung, ne? Man kennt es. Also da auch gerne reingucken und hier natürlich auch die Emojis. Da sind wir gerade an Emojis voll. Wenn dann noch ein paar mehr Kanalmitglieder kommen, hier sind noch vier weitere Mitglieder, dann kriegt man noch ein paar mehr, glaube ich. Ähm, da sind auch ein paar mit der Pipeline drin. Ich habe hier mal ein bisschen eingeblendet, was wir alle schon haben. Ähm, und auch die, jetzt wie zum Beispiel in Hamburg-Wappen oder in Frankfurt Wappen oder sowas vorgeschlagen wurde, kommen natürlich auch alles, aber gerade sind wir, was die Emojis angeht, voll. Und hier mit Logos immer noch nicht voll. Da haben wir erstmal nur ein Logo, wenn man ein neues Mitglied ist und eins mal einfach. Ne, provisorisch, weil das ja bei, bei vielen schon erreicht ist, bald, ähm, wenn man einen Monat schon drin ist. Und dann gibt es halt nach zwei Monaten, nach sechs Monaten, nach zwölf Monaten, nach 24 Monaten, da mal vorschlagen, wie ihr irgendwie, was ihr da sehen wollt, vor allem oder natürlich auch gerne, was ihr an Emojis noch so sehen wollt. Genau, was ich dann ansprechen wollte: Google AdSense, das ist irgendwie das, worüber man das Geld bekommt, irgendwann mal, über was es halt läuft quasi. Google Ads, Google Werbung und so weiter. Ähm, und da bekomme ich sowieso aktuell noch gar kein Geld. Dadurch nehme ich da auch, wie die Voraussetzung für die 1000 Abonnenten war. Ne? Wir hatten die Voraussetzung 1000 Abonnenten und die Voraussetzung 4000 Wiedergabestunden innerhalb von einem Jahr. Und genau da hat es auch wieder so eine Voraussetzung quasi, dass man mindestens 70 Euro eingenommen hat. Ich meine, das ist wirklich der YouTube-Umsatz. Also bei mir sind wir jetzt irgendwie mit ähm, Kanalmitgliedschaften und Umsatz zusammengerechnet bei 20 Euro oder sowas. Also noch lange nicht erreicht. Aber ich meine auch, dass es wirklich darum geht, um den Umsatz und nicht quasi um das, was am Ende rauskommt. Weil dann müsste ich ja, weil mir diese 50% abgezogen werden, ne? äh, Mitgliedschaften sind es glaube ich sogar 70%, die ich bekomme, das ist noch ein bisschen, noch ein bisschen besser. Ähm, aber dann müsste ich ja quasi 140 Euro bekommen, ne? wenn mir so circa die Hälfte abgezogen wird. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber ich meine, es ist wirklich der wirkliche Umsatz, aber wenn wir irgendwann hier auf diesen 70 Euro sind statt 20, dann irgendwann passiert es, das, dass ich vielleicht was ausgezahlt bekommen könnte. Aber ihr habt ja gesehen. Da kommt auch nicht die Welt bei rum, aber geil genug, dass was bei rum kommt. Und ich glaube, da habe ich so mit alles angesprochen, was irgendwie neu ist oder neu sein könnte. Jetzt über die 1000 Abonnenten, wollte das so ein bisschen aufklären. Und natürlich auch, haut nochmal rein bei dem Gladbach-Ding. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so krass hoch, aber wir sind auch nicht mehr so komplett krass unbekannt. Vielleicht. Wäre eine richtig geile Bühne, wäre natürlich der Wahnsinn. Macht da gerne weiter rein und wenn es am Ende nichts wird, dann war es zumindest eine geile Community-Aktion. Wenn ihr natürlich noch Fragen habt zu irgendwelchen anderen Geschichten, die hier vielleicht nicht 100% klar geworden sind, schreibt es mir in die Kommentare rein, dann gehe ich darauf ein. Sonst bedanke ich mich für euch, für euch, bei euch, fürs Zuschauen, so rum und bis zum nächsten Mal.